Falls du günstige Ultimate Team Münzen sowie PSN-Karten und Microsoft Points kaufen möchtest, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit mir, dem Simon von den Gamer Brothers und dem FC Bayern München. Wir stehen hier vor dem Auswärtsspiel, auswärts in Wolfsburg, und wir sehen, die stellen mit Perisic und De Bruyne zwei Spieler, die 8 Tore haben und sind damit auf Platz 2 und 3 der Torschützenliste. Müller momentan ja das Maß aller Dinge. 17 Spiele, 17 Tore. Wir sehen Transfers. Jovetic hat uns den, andersrum. Rom hat uns den Jovetic für 25 Millionen abgekauft. Wir schauen jetzt noch, dass wir entweder Hummels oder Reus bekommen. Wird auf jeden Fall eine schwierige Angelegenheit. Müssen wir mal schauen. Und Gastspiel auswärts in Wolfsburg. Da wollen wir doch mal sehen, wie das dann wird. Ich werde mal schauen, welche Taktikvorlage ich nehme. Lewandowski kann auf jeden Fall wieder spielen. Ich werde aber, denke ich mal, dieses System hier nehmen, denn das hat mir im letzten Spiel, auch wenn es gegen Mainz sehr chaotisch am Ende war, sehr gut gefallen. Der Kader ist klein, das ist mir bewusst, aber ich muss sagen, er reicht auch, denn wir haben hier super Spieler, jeder kann jeden ersetzen, und da mache ich mir eigentlich momentan keine Sorgen. Die Sache ist, wie spiele ich es? Ich glaube, ich nehme Lahm als Rechtsverteidiger, aber sonst ist eigentlich alles gut. Lewandowski erstmal auf der Bank, da schaue ich dann mal, wie das Ganze wird hier. Das habe ich noch nicht gemacht in der Taktikvorlage. Alonso noch ein Stück defensiver. So defensiv wie möglich als ZDM. Ich glaube, die nächste Stufe ist jetzt Innenverteidiger. Na, noch ein Stück. Ja, jetzt ist es Innenverteidiger. So. Dann Anweisungen. Passwege zustellen, hinten bleiben bei Angriffen. Wobei, da können wir ausgeglichen machen. Hinten bleiben, stets überlaufen. Ja, das können wir so lassen. Thiago. Na, Götze jetzt eigentlich schon verdient zu spielen. Dann lassen wir ihn auch. Boateng raus für Martinez. Und Bernat wollte ich mal spielen lassen für Alaba. Ja, können wir so gerne lassen. Und dann rein ins Spiel. Tornius machen wir gerne noch an. Wollen natürlich wissen, wie die anderen spielen. Und dann bis gleich. So, und da sind wir auch schon auswärts bei den Wölfen. Schauen wir uns die Aufstellung vom VfL Wolfsburg an, die ja auch sehr weit oben in der Tabelle stehen, muss man ja ganz deutlich sagen. Olic, De Bruyne, Perisic, Virinha, Gustavo, Hand auf der 6, überraschend. Rodriguez, ein starker Linksverteidiger, Naldo, Klose, Tresch, Benaglio, also eine sehr starke Mannschaft. Da kannst du mir erzählen, was du willst, aber die ist echt nicht schlecht. Auch momentan in der Bundesliga im schön benannten Real Life auch nicht schlecht. Also, nicht unverdient. Und dann gucken wir uns mal unsere Aufstellung an. Wie das Ganze hier auf dem Papier aussieht. Ja, ungefähr so. Eine Viererkette, davor drei Sechser und dann unseren Dreiersturm vorne mit Robben, Ribéry, Müller. Sieht sehr schön aus hier in der Animation. Da sehen wir Müller, Alter 25, Position Mittelfeldspieler, 17 Tore in 17 Spielen. Das ist aller Ehren wert. Rein ins Spiel in der Hoffnung, dass wir das Spiel gewinnen. Oh, Bernat mit Ribéry. Ribéry zieht nach innen. Nochmal nach außen. Ribéry, ja, das ist stark. In der Mitte ist jetzt Müller. Müller ist im Abseits, kommt auch nicht dran, weil Naldo guter Kopfballspieler ist. Und jetzt hat Wolfsburg die Chance zum Konter. Olic hat ja auch eine Münchner Vergangenheit. Perisic. Gustavo, der hat auch eine Münchner Vergangenheit. Ah. De Bruyne. Alonso klärt ihn, sehr schön. Kontermöglichkeiten mit Müller. Und da läuft auch schon wieder der Ribéry. Müller macht es jetzt mal alleine. Müller rennt sich dann, glaube ich, da fest. Wow. Fliegt dann auch rüber, aber Klose macht's fair. Oh, Schweinsteiger mit einem super Pass durch die Lücke. Robben mit der Grätsche kommt er daran. Unglaublich. Ist schneller als Rodriguez, auf jeden Fall. Robben. Jetzt in die Mitte zu Müller. Die Flanke ist leider nicht so gut. Schade. Oh, Olic gegen Neuer Pfosten. Wolfsburg liefert hier zu Beginn der Partie ein richtiges Feuerwerk ab. Die spielen ist echt nicht schlecht. Kombinieren sich hier gut durch. Bis jetzt glücklicherweise noch kein Tor gefallen. Boah, hier Hand, erobert den Ball. Die spielen es echt super. Martinez hat auch schon Geld bekommen, müssen wir aufpassen. Wieder Pfosten, es ist unglaublich. Puh, wieder Pfosten. Jetzt haben wir vielleicht mal eine Kontermöglichkeit mit Götze. Ribéry. Oh, Ribéry. Ribéry zieht nach innen, Ribéry. Ja, geht nicht vorbei. Bis jetzt funktioniert noch nicht viel. Luis Gustavo. Oh, Wolfsburg wieder mit Zug zum Tor. Die dominieren das Spiel ganz deutlich. Glaube ich 6:0 Torschüsse oder so. Es ist irre. Wieder Wolfsburg, diesmal geklärt. Also es ist ganz krass. Ich komme überhaupt nicht ins Spiel rein. Jetzt mal Götze mit Müller. Da läuft der Ribéry. Robben mit dem langen Ball. Funktioniert wieder nicht. Die stehen hinten gut. Die sind vorne. Wow, Ribéry. Jetzt in die Mitte. Zu Müller. Nein. Nein. Was eine Riesenchance. Nochmal Müller. Wieder Benaglio. Und dann auf einmal zwei Großchancen.
Das sind die ersten Chancen bis jetzt in diesem Spiel für mich gewesen. Irre. Bis jetzt Wolfsburg haben richtig dominiert. Robben mit der Flanke, die kommt nicht an und jetzt haben sie die Konterchance. Boah, Martinez hat schon gehabt. Da muss ich wegbleiben. Da muss ich wegbleiben. Dost spielt hier gut aus. Gustavo. Halbzeit. Halbzeit 0 zu 0. Ihr werdet sehen, Wolfsburg dominiert dieses Spiel. Die werden auch deutlich mehr Ballbesitz haben. Ja, 58% Ballbesitz. Die zwei Schüsse, das sind die einzigen, die ich bis jetzt gemacht habe. Wolfsburg dominiert dieses Spiel sehr deutlich. Ich muss gehörig aufpassen, dass ich hier nicht gleich in Rückstand gerate. Oh, Neuer ist draußen. Neuer. Weltklasse. Es ist einfach Manuel Neuer. So, jetzt Alonso. Robben, vielleicht haben wir mal nochmal die Kontermöglichkeit. Hier, Götze auf Ribéry, ja. Das war Müller. Egal, Ribéry. Ah, Ribéry, die Flanke kommt jetzt rein. Die ist gefährlich und rutscht durch. Müller wäre da fast hingekommen. Super Flanke von Ribéry. Die kam eigentlich perfekt. Schade, gute Möglichkeit. Es sind Straucheln gekommen, aber er bleibt auf den Ball. Oh, Götze. Anscheinend fair. Götze mit Müller. Wer kommt jetzt zur Unterstützung? Da rechts läuft der Robben. Müller. Götze. Götze. Auf Alonso. Alonso. Nehmen wir hier nochmal links den Bernhard mit. Jetzt vielleicht mal eine Flanke auf Müller. Die ist nicht ungefährlich. Gib die Ecke. Rutscht hier nochmal durch. Jetzt in der zweiten Halbzeit deutlich besser im Spiel. Das waren diese Chancen kurz vor der Halbzeit. Die haben mich wachgerüttelt. Die Ecke kommt. Leider nicht gefährlich. Jetzt kommt er mit Dost. Ich muss aufpassen mit Alonso. Der holt hier aber den Ball sehr fair. War schön. Bernhard. Ah, die Ballkontrolle. Die war dann leider nicht vorhanden. Boah, Alonso. Was ein Pass. Robben. Oh, Robben. Super. Lahm. Die Flanke kommt. Müller. Und Benaglio. Also jetzt Torschüsse kommen. Die Torschüsse kommen. Richtig viele jetzt in der zweiten Halbzeit. Wolfsburg findet wenig Entlastung. Also fast die komplett umgekehrte Halbzeit. Aber auch ich komme nicht zum Tor. Schade. Aber weiter geht's. Und da ist der berühmte Dreierwechsel. Lewandowski gibt sein Comeback. Thiago kommt rein für Alonso. Draxler kommt rein für Götze. Und Lewandowski für Müller, der heute leider ein bisschen von Pech verfolgt war. Beides Mal, als er frei vom Tor stand, leider ein Luftloch gehauen. Trotzdem, weiter geht's. Neu formiert jetzt hier die Dreierkette vorne im Sturm. Mit Lewandowski, Robben und Ribéry. Aber Lewandowski fügt sich hier gleich mal mit einem Superpass auf Ribéry ein. Wer läuft jetzt mit? Ribéry. Die kommt auf Lewandowski. Naldo ist ein Kopfball. Ungeheuer. Robben nochmal. Grätscht hier fair. Aber dann kommt da leider keiner mehr hin. Oh, Thiago. Auch sehr schön. Hier der Einstand mit dem Pass. Lewandowski. Lewandowski geht hier einfach durch. Lewandowski. Lewandowski, Benaglio. Schade. Gute Aktion. 81. Minute. Immer noch 0 zu 0. Und wir haben hier noch die Ecke. Mit Robben. Ah, die kommt nicht. Ungefährlich. Martinez trifft ihn da nicht richtig. Abstoß. Oh, was ein Ball. Ribéry. 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 1 zu 0. 85. Minute. Ich weiß nicht, von wem dieser überragende Ball auf Ribéry kam. Franck Ribéry. Benaglio ohne Chance. Was war das für ein Steilpass auf Ribéry? Oh mein Gott, wer hat diesen Pass gespielt? Schenkt ihm irgendeinen Pokal. Wer hat diesen Pass auf Ribéry gespielt? Oh mein Gott. Was ein Pass. Von wem kam der? Von wem kam der? Das will ich gleich wissen. Was ein Pass auf Ribéry. Und der schiebt ihn dann so easy rein. Benaglio 0 zu 1. Franck Ribéry, er ist wieder der Alte. Der kleine Franzose 0 zu 1. Zeigt auch Qualitäten im Abschluss. Oh mein Gott, die zweite Halbzeit lief sowas von geschmiert. Die erste war echt teilweise zum Vergessen. Dann in der 45. Minute diese beiden Großchancen hintereinander mit Müller. Und seitdem ein völlig anderer FC Bayern München auf dem Feld. Und jetzt kann ich auch wieder auf, ja, ausgeglichen stellen. Offensiv muss jetzt nicht mehr sein. Einfach nur noch das 0-1 nach Hause fahren. Wunderbar. Lahm direkt noch so ein Pass. Weiß nicht, ob der erste da auch von ihm war. Auf Robben ist jetzt leider nicht angekommen. Schade. Schweinsteiger auch verliert das Kopfballduell. Das könnte teuer werden. Oh, Ramos rückt raus. Lässt sich hier von De Bruyne vernaschen. De Bruyne macht es dann aber nicht schnell. Caligiuri. Oh, Vorsicht, De Bruyne. Robben erobert ihn nochmal. Lewandowski. Kein Abseits. Ribéry ist schon wieder durch. Ribéry, Lewandowski läuft mit. Ribéry. Pfosten. Lewandowski. Ich weiß es nicht. Das wäre das 0-2 gewesen. Hätte ich alles klar machen können.
nach dem Konter. Ribéry nochmal mit der Ecke. Oh. Bernat kommt nochmal hin. Draxler lässt ihn hier schön durch die Beine. Super gemacht von Draxler. Draxler, Lewandowski. Lewandowski spielt ihn hier schwindelig. Lewandowski, kein schwacher Schuss. Spiel ist vorbei, 0:1. Endlich mal kein Gegentor bekommen. Und dann, ja, am Ende schon doch verdient gewonnen, weil die zweite Halbzeit war echt super. Die erste, wie gesagt, war überhaupt nicht gut, aber in der zweiten habe ich mich deutlich gesteigert. Da kann ich froh sein, dass ich in der ersten kein Gegentor bekommen habe. Und dann gewinnt man auch mal so ein Spiel mit 1:0. Und ich möchte jetzt wissen, wer diesen Pass gespielt hat. Wer hat diesen Pass gespielt? Torvorlagen? Draxler. Ja, dann hat sich die Einwechslung gelohnt. Das Tor gucke ich mir jetzt hier auch nochmal in der Wiederholung an. Was? Was ein Tor? Wo ist das hier? Tor von Ribéry. 86. Man sieht den Pass gar nicht drauf. Ja, da. Man sieht Draxler links am Bildrand. Spielt so einen geilen Ball auf Ribéry, der kommt dann perfekt. Ja, und der bleibt dann cool gegen Benaglio. 0:1, sehr schön. Ein sehr wichtiges Spiel gewonnen. Und dann schauen wir doch mal. 10 Stunden haben wir noch. Leno ist nach Real Madrid gewechselt, okay. Die letzte Partie. Lewandowski freut sich, dass wir ihn eingewechselt haben. Bin mal gespannt, was der Hummels jetzt sagt. Beziehungsweise was Dortmund zu dem Hummels-Angebot sagt. 58 wollen sie haben. Wie gesagt, dann 35 und Bart Stuber werde ich mal bieten. Gucken, was sie dazu sagen. Wo ist denn der Bart Stuber? Da. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, schauen wir doch mal, schauen wir doch mal. Wenn wir jetzt hier noch den Hummels abgreifen könnten, wäre das sehr, sehr geil. So, inakzeptabel. Die wollen den Bart Stuber nicht haben. Müssen wir mehr Geld bieten? Was machen wir da jetzt? Also, ich teile das hier nochmal so auf, dass wir ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben. Dann den Bart Stuber auf die Transferliste. Oh. Ach, ist schon. Und dann biete ich hier nochmal. Aber es könnte gut sein, dass ich ihn hier tatsächlich nicht kriege. 45 Millionen. Und Bart Stuber, mal gucken, was sie dazu sagen. Bin ich mal gespannt. Wieder eine Nachricht. Mal gucken. Inakzeptabel. Wollen sie nicht haben. Mal gucken, was sie zu 45 Millionen und Draxler sagen. Wobei ich den eher ungern abgeben würde. Vielleicht Unstark. Ich bin einfach mal gespannt. Ich bitte jetzt einfach irgendwelche Spieler rein. Schauen wir doch mal. Wieder eine Nachricht. Kivrak ist nach Tottenham gewechselt. Fahndungsabbruch. Okay, wir kriegen Hummels nicht mehr. Haben jetzt hier zwar noch 45 Millionen, aber was sollen wir dann noch holen? Ich kann noch mal bei Reus anklopfen. Und da den Draxler drauf bieten. Aber auch das sollte, denke ich mal, nicht gelingen. So. 45 Millionen und Draxler. Das wäre jetzt mein letzter Vorschlag, den ich jetzt hier machen könnte in der Winterpause. Was anderes würde mir jetzt nicht mehr gelingen. So. Aber ich kann nochmal nach einer Finanzunterstützung fragen. Das kann ich nochmal machen. Ob sie mir nochmal 4, 5 Millionen aufstocken. Wäre eine coole Sache. Schauen wir doch mal. Ein paar Stunden haben wir noch. Gib die Nachricht. Inakzeptabel. 51 Millionen. Die sind gar nicht abgeneigt. Von dem Draxler-Angebot. 45,5. Also es wird jetzt in dieser Transferperiode anscheinend nicht mehr klappen. Schauen wir doch mal. Inakzeptabel, jetzt wollen sie 53, biete nochmal 45,5 an, dann muss ich das alles in der nächsten Transferperiode machen. Ist jetzt auch in der Winterpause ein bisschen gewagt gewesen, der Vorstand antwortet momentan noch nicht. Angebot akzeptiert! Ich habe zu wenig Gehälter. Nein. Nein, das geht nicht. Ich habe zu wenig Gehälter. Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Was tue ich jetzt? Komm, kauft noch jemand Starke? Scheiße. Fuck, ich habe zu wenig Gehälter. Ich kann ihn nicht holen. Nein, was ein Fail. Ich hätte Reus holen können. Ach, verdammt. Und jetzt antwortet der Vorstand und gibt mir die 5 Millionen. Ja, die hätte ich früher gebraucht. Was ein Fail. Ich hätte Reus holen können.
Naja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Zu Hause gegen Schalke wird es dann sein. Bis dahin haut rein, bis zum nächsten Mal und das war ein Transferfail. Tschüss.